Also Entschuldigung. Ja. Echt jetzt? Mission Beachbody? Ja. McFit? Alle Bodies sind Beachbodies. Also ich persönlich denke, dass es im Auge des Betrachters liegt, was für jemand ein Beachbody ist. Und naja, McFit empfindet diese Models halt als Beachbody. Was ja am Ende des Tages ziemlich in Ordnung sein sollte. Und wenn es dir nicht gefällt, meine ich, kannst du am Ende des Tages ja dein eigenes Fitnessstudio gründen. Oder deine eigene Plakaten kleben. Und Beachbody anders verkaufen. Aber ja, erzähl erstmal weiter. 2023 will ich sowas nicht mehr sehen. Wieso denn das? Ich weiß ernst sein. Wie toxisch kann man sein? Was zum Teufel hat das mit toxisch sein zu... Ich denke eher, dass es eine Frage der Perspektive ist. Meinst du nicht auch? Aber erzähl erstmal weiter. Um es nochmal klarzustellen, alle Bodies sind Beachbodies, auch ohne McFit. Okay, aber muss man denn jetzt gleich direkt beleidigend werden? Ich meine, was ist das für ein Verhalten, Mann? Erzähl weiter. Wär's denn stattdessen mal mit Mission Selbstakzeptanz? Selbstakzeptanz. Ein sehr gewagtes Wort. Ich persönlich würde an dieser Stelle direkt frech behaupten, dass Leute, die sich selbst akzeptieren, wie sie sind, sich auch nicht von solch einer Kampagne negativ beeinflussen lassen würde. Die Ruhe in sich selbst sind immun dagegen. Abgesehen davon, gibt es da draußen auch andere Menschen, die diesen Plakat als Motivation sehen könnten. Denn weißt du, am Ende des Tages geht man zum McFit, um zum Trainieren. Denn stell dir vor, wer dorthin geht, möchte vielleicht gerade diesen Körper erreichen. Und wer nicht hingeht, verfolgt eben andere Ziele. Training ist halt nicht für jeden wichtig. Und wer keinen Sport treibt, den dürfte diese Kampagne ohnehin kalt lassen. Aber ja, erzähl erstmal weiter. Du bist so sauer, ey. Hoch. Ja, das sehe ich. Etwas zu akzeptieren ist doch gar nicht so einfach, hm? Aber du bist wahrscheinlich der Erste, der rumheult, wenn man ihn nicht akzeptiert, habe ich recht? Oh, man darf auch gar nichts mehr sagen. Naja, doch, ehrlich gesagt schon, aber weißt du, was man auch darf? Gegenwind akzeptieren und Kritik annehmen, um zu wachsen und zu lernen. Oh je. Gegenwind akzeptieren. Sag mal, hörst du dich selbst eigentlich mal sprechen? Ich meine, du akzeptierst den Gegenwind ja auch gerade nicht für deinen Standpunkt. Erzähl weiter. Denn die Zeiten sind vorbei, wo wir uns alles gefallen lassen. Das ist ja interessant. Die Frage ist für mich an dieser Stelle nur noch, wer ist wir? Willst du uns Menschen trennen, ja? Ich meine, das Ziel ist ja, soweit ich weiß, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und das gemeinsam. Das wiederum bedeutet aber für mich, die andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Naja, du weißt schon, leben und leben lassen. Aber hey, erzähl ruhig weiter. In diesem Sinne, HEGDL Biber. Ja, das war's schon. Na, schönen Tag wünsche ich dir noch. Auf Wiedersehen, heilige Scheiße.